Das Open Air der jungen Zillertaler im Tirol. Und neben mir sitzt die Antonia aus Tirol. Endlich passt es mal, wo wir uns treffen, dass es im Tiroler Land ist. Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch. Es ist schön hier. Also ich hoffe, dir gefällt es in Tirol. Ich bin ja hier im Zillertal schon fast zu Hause, fast schon seit der Heimat. Aber in den letzten Wochen haben wir sehr viel hier gemacht, viele Open Airs erlebt. Was ging bei dir in der letzten Zeit so? Ja, ich bin natürlich wie immer viele unterwegs bei ganz vielen Auftritten, aber bin natürlich auch immer noch in der Vorbereitung für meine große Show am 31. Oktober, die Viva Antonia Show, die ja schon in Las Vegas war und jetzt zum ersten Mal Premiere in Deutschland hat, im Rhein-Main-Theater in Niedernhausen, und das wird sehr, sehr spektakulär. Also da wird die Post abgehen, das sage ich. Okay, da sind wir schon gespannt. Was kann man ungefähr verraten? Was kann man erwarten? Also es werden natürlich alle meine Songs musikalisch inszeniert auf einer großen Bühne. Ich schlüpfe in verschiedene Rollen. Also nicht nur das Dirndl, klar, das gehört dazu mit Oktoberfest und Après-Ski. Da wird es dann auch schneien auf der Bühne. Aber ich schlüpfe dann auch in den weiblichen Elvis und auch in den weiblichen Terminator. Das wird so ein Filmset dann, und da wird es auch Feuer geben auf der Bühne und ganz viel Pyrotechnik. Also ich ziehe mich einige Male um und ich habe auch tolle Showgirls und Showtänzer dabei und ein tolles Bühnenbild, und es wird überwiegend Pop-Schlager sein, also meine Musik, wie ihr auch kennt, aber natürlich auch ein bisschen internationale Einflüsse wie die Elvis-Songs zum Beispiel. Jetzt, wenn man ein bisschen die Kamera mal rüberkommen kann, ich meine, die Teufelchen oder Totenköpfe, so muss man sagen, ja, genau. Was hat's damit auf sich? Ja, im Moment hat ja jeder irgendwie ein Totenkopf-T-Shirt oder so. Und ich war eigentlich da schon fast ganz früh dran, weil ich habe dasselbe schon in einer anderen Farbe designt mit den Totenköpfen, das Dirndl. Weil ich habe immer schon außergewöhnliche Dirndl gemacht und getragen. Und deswegen finde ich, ein modernes Dirndl kann auch mal einen Totenkopf haben. Genau. Also du designst auch Dirndl? Ich habe schon zwei Kollektionen rausgebracht und dieses Jahr, glaube ich, wird es sich nicht ausgehen, weil ich so viel unterwegs bin, aber im nächsten Jahr gibt es sicher nochmal eine Kollektion. Wo kann man da was drüber finden, also wenn da jemand Interesse hat dran? Also im Internet findet man alles, im Moment sind aber alle Kollektionen ausverkauft, aber wenn dann die neue Kollektion da ist, dann gibt es sie auch im Handel ganz normal und auch im Onlineshop. Und zu finden über deine Homepage? Am besten über antonia.at oder auf meiner Facebook-Seite, die Antonia aus Tirol Fanseite. Okay, alles Wissenswerte dabei. Und was gibt es musikalisch noch Neues? Ist da ein neues Album auch geplant? Wir arbeiten gerade am neuen Album und ich weiß nicht, ob sich dieses Jahr im Herbst noch ausgeht, ansonsten nächstes Jahr im Frühjahr. Und aktuell die Single ist Ohne dich. Und ja, heute werde ich natürlich auch beim Jutzi Open Air hier ein bisschen was vom Elvis bringen. Okay, und abschließend jetzt noch ganz kurz die Frage, Verbindung zu den Jutzis, was gibt's da, wie lange kennst du sie schon? Also ich kenne die schon sehr, sehr lange, ich habe gerade im Auto mal überlegt, wie lange wir uns schon kennen, also es sind schon sehr, sehr viele Jahre eigentlich, ja. Wir kennen uns gut, wir treffen uns immer mal entweder bei Veranstaltungen oder auch mal beim Fernsehen, wie das halt so ist. Meistens hat man eigentlich wenig Zeit, weil jeder kommt und geht und man hat wenig Zeit zum Quatschen, aber ich finde es toll, das Open Air von denen, dass das so toll funktioniert, schon 16 Jahre. Hut ab und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg die nächsten 16 Jahre. Alles klar. Ich bedanke mich, dass du kurz Zeit gefunden hast. Du wirst gleich auf der Bühne sozusagen richtig einheizen dann. Und viel Spaß und alles Gute noch hier in Tirol. Dankeschön.